Großbrand in Dorfen. In der Nacht auf Mittwoch ist eine Lagerhalle mitten in Dorfen in Flammen aufgegangen. Zeugen berichteten von einer Explosion, dann kam das Feuer. Stundenlang brannte das landwirtschaftliche Lagerhaus, in dem sich Düngemittel befanden. Zahlreiche Feuerwehrkräfte kämpften gegen die Flammen. Ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Der Brandschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 250.000 bis 300.000 Euro.